Ich sag's nur ungern, aber Lego schafft's immer und immer wieder, mich zu überraschen. Herzlich willkommen zum Review des Lego Star Wars Magazins Nummer 73 hier aus dem ja, späten Juni oder Anfang Juli 2021 mit einem ganz besonderen Extra, aber dazu kommen wir gleich. Das hier ist nämlich ein ganz, ganz besonderes Magazin. Nicht, weil eine Figur drin ist, sondern weil zwei drin sind. Ist erstmal nichts Spezielles, kommen wir gleich noch zu. Wir hatten ja, gerade in den letzten Monaten hatten wir ja öfter mal Figuren drin, auch Figuren wie zum Beispiel Luke oder ich habe jetzt gerade mal hier den Emperor Palpatine einfach geholt. Die beiden sind einfach was Spezielles und die sind einfach nochmal was Besonderes, was man eben sonst nicht so einfach bekommt. Und hier für 4 Euro ist das Ding, da kann man sich einfach auch mehrere davon kaufen. Das ist eben was sehr, sehr Schönes. Da habe ich aber auch schon Videos zu gemacht, ich fand das total cool. Heute ist das nochmal ein bisschen was anderes. Heute ist nicht nur dieses Extra etwas Besonderes, sondern die ganze Sache darum. Das Magazin erscheint übrigens am 26. Juni 2021, also am Samstag. Wenn ihr das auch früher schon findet, dann nehmt es gerne mit. Wie gesagt, ich habe es auch schon früher gefunden in einem Laden und da gab es das eben auch. Ansonsten guckt gerne beim Kleinanzeigen-Shop von Schmittis Shop vorbei. Den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr die Dinger auch immer schon 3 oder 4 Tage vorher. So, 3,99 € kostet das Ganze und ihr bekommt in dem Fall sogar 2 Figuren. Da kommen wir natürlich gleich zu. Ein paar Rätsel sind drin, ein paar, ich glaube, Poster sind hier auch noch dabei. Also hier ist irgendwie ein cooles Millennium Falcon Poster auch mit drin. Ist auch schön, schön. Rufe den Widerstand und dann einmal so ein, den finde ich besonders cool. Hier so ein Stormtrooper mit einem X durch. Und dann haben wir hier unten die Warnung. Das finde ich sehr, sehr cool. Das gefällt mir sehr auch mit diesem Pattern, das wir normalerweise auf den Lego-Packungen finden. Ihr könnt das Ganze natürlich abonnieren, was auch immer. Und dann haben wir hier eine ganz besondere Seite und deswegen möchte ich dieses Video auch unbedingt machen. Und zwar, hier haben wir das nächste Lego Star Wars Magazin. Es kommt raus am 24. Juli, also ungefähr in einem Monat. Und das ist doch mal heftig, oder? Wir haben schon wieder 2 Figuren dabei. Und zwar diesmal nicht 1,5 Figuren, wie hier, sondern also Rey und dann halt so eine halbe Figur, so ein BB-8. Sondern wir haben 2 volle Figuren mit dabei. Und zwar einmal Finn und einmal einen Sith Trooper. Die passen jetzt so halbwegs zusammen. Also auch vom Outfit her passen die, naja, wie auch immer. Aber 2 Figuren? 2 Figuren Lego? What? Also mit 1,5 Figuren war ich schon völlig überfordert, aber mit 2 Figuren, das ist schon ganz schön heftig. Wieder für 3,99 €, zumindest nehme ich das an, hier steht nichts dazu. Das, ich komme nicht darauf klar. Wir machen uns mal ganz kurz an die Figuren, die hier in diesem Heft mit dabei sind. Das sind nämlich Rey und BB-8, wie ich eben schon erwähnt habe. Die Figuren an sich, kann ich auch an der Stelle schon mal sagen, ich wollte eigentlich ein Video dazu machen, dass ihr das Heft nicht kaufen sollt, weil es eben nichts Besonderes ist. Als ich dann aber das Extra hinten drin gesehen habe oder das, was nächste Woche kommt, wollte ich unbedingt was dazu sagen und zwar unbedingt. Und da kommen wir dann gleich noch zu. Einmal ganz kurz das Extra hier anschauen. Wie gesagt, die Figuren sind nicht so wirklich was Besonderes. Rey, kann ich sagen, habe ich auch schon. Kommt, also die Rey-Figur kommt in dem, hier diesen Kylo Ren's Transport Ship oder die Knights of Ren Transport Ship, da kommt die mit vor und in dem Adventskalender von letztem Jahr. Also das heißt, die meisten von euch dürften sie sowieso haben und von BB-8 müssen wir gar nicht reden. Ich glaube, den haben jetzt wirklich die meisten von euch. Einmal kurz aufgebaut, ihr habt hier einen Bauspaß von ungefähr 2 bis 3 Stunden und dann haben wir hier also auch keine Ersatzteile mit dabei, kein Lichtschwert oder sowas noch extra da ist. Ihr kennt die Rey wahrscheinlich, sie hat einmal ein böses Gesicht und dann auf der Rückseite ein etwas fröhlicheres. Also es ist die normale Rey, die haben wir wie gesagt schon gehabt in, ich glaube, 3 Sets oder so, unter anderem dem Adventskalender, woher viele von euch sie haben könnten. Haben wir ein Lichtschwert mit dabei, das ist sehr cool und der BB-8 ist auch der alte, den wir schon kennen. Also da ist jetzt nichts Spezielles, nichts Besonderes. Meiner hat sogar noch ein bisschen besseren Print als die, die ich davor bekommen habe. Ich weiß nicht, ob sie da was geändert haben, aber das ist schon mal schön zu sehen. Die beiden kriegt ihr dazu. Wie gesagt, 3,99 € ist was ganz Tolles. So, nun kommen wir aber zum Punkt, warum ich gesagt habe, ich möchte unbedingt ein Video dazu machen und das ist das hier. Das habe ich nämlich überhaupt nicht kommen sehen. Diese beiden Figuren als nächstes extra. Normalerweise haben wir ja immer irgendwie so, ich weiß nicht, 3 Fahrzeuge und dann kommt mal eine Figur und dann wieder 3 oder 4 Fahrzeuge und dann kommt wieder eine Figur. Und jetzt haben wir die beiden Figuren hier drin, 2 Stück, wohlgemerkt. Und dann kommt gleich darauf diese beiden Figuren. Und das hat mich zu einem Punkt gebracht. Und zwar habe ich ja mal dieses April-Scherz-Video gemacht mit meinen Lego Star Wars CMF-Figuren, die ich quasi selber zusammengestellt habe. Und hier ist quasi der Sammelzettel davon. Und ich habe da einen kurzen Blick drauf geworfen und mir sind so ein paar Sachen aufgefallen. Allererst, wir haben Rey mit dabei, die wir jetzt im Magazin haben. Und ich habe auch Finn und einen Stormtrooper, jetzt ist es ein Sith Trooper geworden. Die sind hier auch auf dem CMF-Zettel dabei. Und da wurde mir bewusst, dass wahrscheinlich, und gerade bei einem Preis von 3,99 € pro Figur, das hier quasi ein Ersatz für eine Lego Star Wars Collectible Minifiguren-Serie ist. Sie können, oder ich weiß nicht, ob sie können, aber sie werden wahrscheinlich keine Lego Star Wars Collectible Minifigure-Series raushauen. Und deswegen ist das hier quasi eure Möglichkeit, die Minifiguren zum gleichen Preis zu bekommen, wenn nicht sogar günstiger. Also ich meine, hier kommen 2 Figuren und hier 1,5 Figuren für den gleichen Preis wie eine Figur, die ihr normalerweise kaufen würdet. Das ist schon sehr, sehr heftig.
Und ja, wie gesagt, das ist meine Vermutung. Ich weiß es nicht, es ist nicht bestätigt. Es ist einfach nur meine Meinung, dass das ziemlich cool wäre, wenn da jetzt immer und immer wieder tolle Figuren rauskommen. Wie gesagt, die beiden nächste Woche werden oder nächsten Monat werden wirklich, wirklich wunderbar. Da freue ich mich auch schon drauf. Das werde ich dann auch direkt hier vorstellen, weil ich mich sehr darauf freue. Und die beiden, wie gesagt, nichts Besonderes, aber wer sie noch nicht hat, der kann sie definitiv kaufen um 3,90 €. So günstig bekommt man sie sonst nirgendwo. Also auch auf Online-Portalen werdet ihr deutlich mehr dafür zahlen. Deswegen, wenn ihr die noch nicht habt, nehmt sie beide gerne mit und vor allem freut euch auf das nächste Heft. Das wird nämlich richtig, richtig wunderbar. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Magazin haltet und was ihr auch von meiner Theorie zu der Lego Star Wars Collectible Minifiguren-Serie aus diesem Magazin dann haltet. Wie gesagt, es ist ein bisschen weit hergeholt und es sind halt dann auch keine Blind Bags, sondern eben dann, man weiß, was man kauft. Aber ich finde es total cool, weil der Preis, der stimmt und auch die Figuren da drin sind jetzt nichts absolut Schlimmes. Okay, danke fürs Zuschauen, habt einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal und ciao.